Und damit herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einer weiteren Aufnahmesession von Let's Play Halo Reach. Das letzte Mal waren wir stehen geblieben, als George Noble Six aus der Korvette geschubst hat und sich heroisch geopfert hat, um, ja, diese zu zerstören. Und leider hat sich danach herausgestellt, dass dann doch noch eine deutlich größere Flotte Reach erreicht hat und Noble Six ist nun auf der Oberfläche zurück und schaut, was da so vor sich geht und ob er denn mal sein Team wiederfindet, den Rest seines Teams. Wie er sich sonst so auch nützlich machen kann. Ja, denn Noble Six ist ja ein allseits einsatzbereiter, quasi ein Mann für alles, der auch gerne mal, ne, die Glühbirne auswechselt, wenn man This es denn is Kilo möchte. Dispatch. All The available devil teams is doing. advance to Traxxas Tower. Evacuation will commence ASAP. Copy, dispatch. What's the status of the tower pad? Tower pad is green. Let's move these civilians before it changes. Copy, dispatch. 4-0. Jetzt hat der Krieg wirklich die Oberfläche erreicht. Wenn hier in New Alexandria auch schon. Was ist das? Ein Teddybär? Cool, ist das ein Rucksack? Ja. So viele Zivilisten von der Allianz getötet werden und hier irgendwelche nervigen Vögel rumfliegen. Dann ist da doch schon ganz schön was. Müssen wir durch? Scheint so. Oh, da sind. Waren übrigens gerade, habe ich aber glaube ich beim letzten Mal auch schon gesagt, auf der Multiplayer-Map Boardwalk. Oh. Akku alle. Muss nur mal kurz. Okay, ich dachte, ich hätte irgendwie nicht auf Helden aufgestellt. Aber ist alles gut. Weil sonst hätte ich natürlich nochmal neu gestartet, denn das geht ja gar nicht. Der Typ hat sich gerade angehört, ein bisschen angehört wie. Wow, Spartan Lock, ne? Ja, Nacht. Nachtvision. Die Nightvision, wie gesagt, nicht so cool wie in. Ne? ODST, wie ich finde, aber dazu kommen wir dann, ne? Hallo. Final protective fire one. Danger close, my command, over. Copy Kilo 4-0. Firing FPF 1 at your command. Kartons. Die krasse Stunts machen. Fire FPF 1, over. Firing FPF 1. Shot. Eiskalt, der Junge. Shot. So. Ja, mit allen möglichen Geschützen wird hier auch versucht, die Allianz von den Zivilisten von der Oberfläche allgemein fernzuhalten. Wie wir ja bereits gesehen haben, klappt das nicht immer so ganz. Aber gut. So. Diese ganze Kamikaze-Pflanze, ich meine. Es gibt doch immer Hoffnung. Oh, was ist hier? Oh, ein Medikament. Wenn dir der Akku ausgeht, bevor du bei mir ankommst, ist das schlecht. Bin gerade ernsthaft drauf gegangen, weil dieser scheiß Gastank von dem Grunt explodiert ist. Es gibt es nicht. Da halten wir uns jetzt halt von denen fern, wenn die auch mal sterben würden. Komm her. Ja, also das war ja jetzt. Ich hätte es ja irgendwie. Es war dumm, aber ich hätte es irgendwie überlebt und dann. Oh, ein Schreibtischstuhl. Guten Tag, herzlich willkommen in New Alexandria. Ich rauche Zigaretten. Was? Was soll das sein? Zigarren, Zigaretten? Kugeln? Hier hat aber jemand nicht ganz so ordentlich gearbeitet. Gut, oh, die Musik ist voll mysteriös. Kilo 26 ist Kilo 40. Covenant Corvettes rain in hell on us. Final Protective Fire 1. Danger close, my command over. Copy Kilo 40. Firing FPF 1 at your command. Genau das, was bei ihm explodiert ist, hat mich vorhin getötet. Das sind ja diese. Fire FPF 1 over. Firing FPF 1. Ja, vorher schon mal. Sind diese komischen, was sind das? Methan-Tanks oder so, die Grunts ja auf ihrem Rücken mit rumtragen. Nicht alle, aber einige. Oder ich glaube doch alle. Können die normale Luft atmen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und dementsprechend
halt gerne mal so ein Ding dabei haben, was dann aber auch mal hochgeht und Leute tötet. Wie brave Hausmeister Spartans, die nur Glühbirnen wechseln wollen. Denn wie viele Spartans braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Müllsäcke. Kilo 40, request FPF sit-rep. Negative 26. Corvette still coming. Copy 40. Firing FPF 2. Shot. Ich habe gleich keine Magnum-Munition mehr, was blöd ist. Wenn jetzt noch mehr Grunts kommen zumindest. Ah, die Musik ist so damn, mysterious. How do you stop that thing? Oh, sehr gut. So. Danke, mein Freund. Ich werde dich in Erinnerung behalten. Private. Oder was bist du? Er salutiert sogar für mich. Ach, ich bin gerührt. Also so eine nette Geste. Wirklich. Oh, schmutzige Wäsche gibt es hier anscheinend auch in der Zukunft. Also da will ich wirklich nicht drin. Na? Dreht sich ja gar nicht mehr. Das habe ich mir schon immer cool vorgestellt, wenn man durch so eine. Ah ja, genau, hier durch sowas. Als kleines Kind dann so durchrutscht und dann so einen weichen Haufen. Am besten natürlich sauberer, wohlduftender, mit Perwoll gewaschener Wäsche landet. Das muss doch voll geil sein. So durch so ein ganzes Rohrsystem zu rutschen. So, naja, egal. Oh, ich trödel anscheinend rum, sagt mir das Spiel, deswegen gibt es jetzt hier schon einen Guide. Aber gut, man muss sich Zeit ja auch nehmen. Denn was sonst? Okay. Hier ist krasses Equipment. Start. Und schon wieder ein Fahrer nicht. Das explodiert scheinbar nicht. Ich finde das aber immer interessant, was für krasse Sachen hier so animiert wurden. Oder was heißt animiert oder designed wurden. Die so voll unwichtig sind, wie Stiefel zum Beispiel. Aber halt eine Welt doch etwas glaubwürdiger machen, wenn man mal ehrlich ist. Ich habe auch Durst. Naja, genug. Es ist Zeit, die Menschheit zu retten. Und Zivilisten vor allem. Und oh Gott, Brutes. So. Wie kannst du es wagen? Du Sau. So, Zeit hier so einen Stachler mitzunehmen. So ein Helm hätte ich eigentlich auch gerne, die sind ganz stylisch. So, ich presche vor. Auf dem Weg, euch zu retten. Oh. Er lebt trotzdem noch. Ich hab, die Granate ist ja kein Problem für so einen Zivilisten. Okay. Sehr gut. Roots beseitigt. Folg mir. Los. Kiosk ist geschlossen. Ich wollte eigentlich noch eine. Oh, was haben wir hier? Fisch. Mhm. Ja, gut. Fast Food scheint immer noch in zu sein. Nein, Skirmisher. Gut. Eigentlich, ich weiß nicht, soll ich mir einen Assault Rifle gönnen? Nee. Deswegen hasse ich Skirmisher. Sie sind viel zu wild. Viel zu verspielt. Die kleinen Rocker. Boah, schießt du jetzt bitte noch? Dieser PC wurde offensichtlich für kleinere Menschen geschaffen. Wage es dich nicht, Granaten zu werfen. Diese KI. Sie versucht ernsthaft die Grunts hier durch das Glas abzuschießen, was nicht möglich ist einfach. Goddammit. Was haben wir hier? Eine Shotgun? Ausgezeichnet. Ich will meinen. Nein, nein. Wo ist der scheiß Stachler? Gut, dann gibt mir das Assault Rifle, nimm eine Munition mit. Ich höre so ein Ding sich aufladen.
Oh, er hat Armorlock, der feine Brut. Oh. Nicht gleich. Hier, Giddick. Wer bist du? Joconda. Warte, wer ist das? Ich habe mich ja schon mal gefragt, ob die Marines nach Bungie-Mitarbeitern oder so benannt sind. Teilweise. Wo auch immer diese Nate jetzt herkam. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber ich könnte es mir vorstellen, weil das wäre so typisch Bungie. So. Mal bitte ein wenig geordneter. Und diesmal behalte ich auch meinen Dings. Oh, hier ist sogar ein IMA. Gut, dann nehme ich das natürlich mit. Oh, Zivilistin. Hallo. Okay. Die scheint gerade andere Sachen im Kopf zu haben als, naja. Blub, dafür geht er fliegen. Danke, Ragdoll. Warum war ich jetzt schon, bin ich jetzt schon wieder One-Shot so schnell? Oh, da oben steht auch ein Häuptling. Gut, das erklärt einiges, aber er hat schon keinen Helm mehr. Würde ehrlich gesagt eigentlich gerne mal... So, oh, hier hinten gibt es noch Munition. Das mag ich einfach, wenn man mal so ein bisschen rumguckt. Gibt es genug Sachen zu entdecken. Nicht einfach nur, es gibt einen straighten. Okay, gut. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt nicht gerade auch ein bisschen schlauchmäßig wäre, aber... Ihr wisst, was ich meine. Und, das ist doch das, was zählt. So. Vorne ist... Da oben sind sie noch. Wo stehst du denn oben? Ja. Die Brutes. Die haben wir vorher noch gar nicht gesehen. Wow, was? Geht denn da oben hoch? Genau, wir wollten jetzt zum Aufzug, um die Zivilisten. Fancy Flug- oder Fliegerbrillen und komische asiatische Frisuren sind anscheinend in. Off Reach. Hallo. Torben. Tobias? Tobias? Aston! Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Was ist denn los mit Carsten los? Oh, oh. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, Mann. Bleibt scharf. Ah, hallo. Hier im Hof kommen jetzt anscheinend Brutes. Was kommen hier? Grunts und Brutes. Die jetzt erstmal eine Granate in die Fresse bekommen. Wie könnt ihr es wagen, unseren Snackplatz zu stürmen? Ich glaube, es geht los. Es ist ein freier Kiosk, der nur Fairtrade-Produkte verkauft. Und trotzdem günstig ist. Was? In welcher Welt gibt es das denn? Nun gut. Der Hammer Brute. Das gibt es nur auf Reach. Einem Planeten, den es bald nicht mehr gibt. Oh, das war überraschend einfach. Danke, Marines. Oh, Leute, es ist verdammt warm heute. Muss ich nur mal so anmerken. Die 360, die jetzt hier den Raum noch ein wenig erwärmt, macht es nicht. Warum kommt dann noch ein Hammer? Schützt die Zivilisten! Oh nein, schützt mich! Tötet hier echt alles, ne? Chaos! Chaos! Jetzt steht hier noch so eine Kiste im Weg. Ich krieg die Motten. Der Zivilist versucht auch nicht mal wegzulaufen. Ah, okay. Geschweige denn, vielleicht mal zu kämpfen gegen das Viech. Boah. Ja, wir haben leider ein paar Verluste erlitten, wie gesagt. Aber jetzt könnt ihr auch kommen, ne? Freunde? Wo sind die Zivilisten denn? Tobias! Komm, der Aufzug ist da. Ah ne, du bist gar nicht Tobias. Carsten! Was ist denn nur mit Carsten los? Ja, er will anscheinend gar nicht mitkommen. Bist du auch still? So. Ja gut. Will er jetzt mitkommen? Nein. Gut, dann gehen wir halt ohne den
oder die zumindest. Ich bin niemals zu spät. You're late. Traffic. On foot, rooftop evacs awash. We can use the executive landing pad, except there's no easy way to get there. A group of ODST specialists are working a plan. They might appreciate some backup. They might appreciate some backup, ja. Die ODSTs. Other side of the hall there, Lieutenant. Right through triage. Danke. Gibt's yes? Sonst noch irgendwas, was ich wissen müsste? Gut. Scheinbar nicht. Oh, ich glaube, sie hat aber auch Bauchschmerzen. Was hast du mit deiner Hand gemacht? Mysteriös. Nun gut, ich bin kein Arzt. Ich bin Soldat. Ich bin hier, um zu kämpfen.